Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist das Thema Weihnachtsmarkt. Die Weihnachtszeit beginnt gerade. Die Weihnachtsmärkte haben seit dieser Woche offen und ich dachte mir, was gibt es Schöneres, als mal auf dem Weihnachtsmarkt ein paar Fotos zu machen. Und ich zeige dir heute, wie das Ganze funktioniert. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Wenn man den Weihnachtsmarktbesuch plant, dann muss man sich natürlich vorher ein paar Gedanken machen, was man alles mitnehmen möchte. Denn natürlich sollte es so einfach und so leicht wie möglich sein. Jetzt im Moment ist es noch so, dass relativ wenig Menschen hier unterwegs sind, verhältnismäßig. Wir haben jetzt hier ungefähr 5:30. Das heißt, die Menschen kommen gerade von der Arbeit, gehen jetzt vielleicht das erste Mal auf den Weihnachtsmarkt. Und von daher ist es hier noch relativ ruhig. Aber je später es wird am Abend, umso voller wird es natürlich. Und dann ist es extrem uncool, wenn man mit einem riesen Fotorucksack hier rumläuft oder mit einem großen Stativ. Deswegen bin ich ganz leicht unterwegs heute. Ich habe hier nur meine Kamera mit dabei mit einer Festbrennweite von 50 mm, offenblendig 1.8. Das heißt, ich kann hier auch sehr, sehr viel Licht noch einfangen mit dem Objektiv und habe auch die Möglichkeit, schön mit tiefen Unschärfe zu arbeiten, um dann coole Effekte zu erzeugen. Ich habe dann hier noch ein ganz kleines Stativ mit dabei. Das ist ein Reisestativ hier von Manfrotto, das B3. Das ist sehr, sehr leicht und sehr, sehr klein. Kann man sehr gut zusammenpacken. Und wenn wir dann tatsächlich doch mal Aufnahmen machen müssen, wo wir länger belichten müssen, als es aus der Hand tatsächlich geht, dann kann ich das hier ganz leicht aufbauen und wir haben damit keine Probleme. Was auch noch ganz cool ist, ich kann dieses Stativ auch nutzen wie ein Einbeinstativ. Das heißt, ich fahre die Beine gar nicht aus wie drei Beine zusammen, sondern ich packe alle drei Beine so zusammen, dass es wie ein Einbeinstativ funktioniert und habe dann natürlich nicht die Stabilität wie bei einem Dreibeinstativ, habe aber die Möglichkeit, trotzdem ein bisschen länger zu belichten, als wenn ich es komplett aus der Hand machen würde, um einfach ein paar schöne Szenen noch mit einzufangen. Das nur als kleiner Tipp, falls mal der Platz wirklich gar nicht mehr ausreicht. Dann solltest du dir natürlich noch überlegen, wann du auf den Weihnachtsmarkt gehen möchtest. Natürlich, das beste Licht ist eigentlich zur blauen Stunde oder zum Sonnenuntergang. Dann hat man auch die Möglichkeit, hier wirklich alles aus der Hand zu fotografieren. Das ist natürlich jetzt in den Wintermonaten immer ein bisschen kritisch, da der Sonnenuntergang schon um 16 Uhr ist. Und dadurch hat man natürlich nicht immer die Möglichkeit, wenn man noch von der Arbeit erst nach Hause kommt, dann wird das zeitlich vielleicht ein bisschen schwierig. Aber wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann würde ich dir raten, auf jeden Fall zur blauen Stunde zum Weihnachtsmarkt zu gehen oder vielleicht auch schon früher, um da einfach schon ein paar Details einzufangen. So, jetzt haben wir genug geredet, jetzt lass uns ein bisschen fotografieren gehen mit meiner Festbrennweite hier 50 mm. Das heißt, ich habe hier auch keinen wirklichen Spielraum mit Zoom und so weiter, sondern ich muss wirklich mit der Kameraposition arbeiten, wie ich das Ganze dann fotografiere. Los geht's! Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die man fotografieren kann und man weiß gar nicht so recht, wo man hingucken soll. Überall sind Lichter, das heißt, wir brauchen auch gar nicht so viel extra Licht, beziehungsweise müssen gar nicht so lange belichten, wie man vielleicht annimmt. Das ist ja komplett dunkel, aber durch diese ganzen Lichter hier wird das Ganze wieder sehr, sehr hell. Und ich werde mich auch so ein bisschen mehr auf die Details hier beschränken auf dem Weihnachtsmarkt, denn so einen Weihnachtsmarkt komplett zu fotografieren, ja, das hat vielleicht irgendwie auch seinen Reiz, aber ich finde die Details eigentlich viel, viel interessanter. Also die kleinen Lichter fotografieren hier, die kleinen Äste, die Tannennadeln und so weiter. Das macht diesen Weihnachtsmarkt für mich aus und hier werde ich mich jetzt als erstes mal darauf konzentrieren. Ich habe hier oben jetzt an diesen Buden, gibt es hier überall diese Lichterketten mit den Tannenzweigen mit dran. Die finde ich schon extrem spannend. Und was man hier zum Beispiel machen kann, ist, die Lichter zu nutzen, um einen gewissen Bokeh-Effekt zu erzeugen. Ich werde jetzt hier als erstes mal mit der Kamera mein Objektiv auf manuellen Fokus stellen. Und meine restlichen Kameraeinstellungen sind eine Offenblende von 1.8, also wirklich komplett offenblendig fotografieren. Eine Verschlusszeit von 1/100 Sekunde. Und mein ISO-Wert, denke ich mal, werde ich jetzt hier so auf ungefähr ISO 200 einstellen. Und jetzt werde ich einfach, dadurch, dass ich jetzt hier manuell fokussiere, den Fokus mal komplett rausnehmen. Also, dass alles komplett verschwommen ist und dann einfach mal hier die Lichter fotografieren. Und das gibt einen richtig coolen Effekt. Ja, das ist genau der Effekt, den ich erzielen wollte. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Foto, wo wirklich alles komplett unscharf ist und diese Lichter quasi als kleine Kreise, unscharfe Kreise ins Bild kommen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Effekt, was auf jeden Fall sehr weihnachtlich aussieht. Ganz wichtig ist, wie gesagt, dabei, dass ihr das Ganze auf manuellen Fokus stellt, damit ihr hier selber das Ganze macht und die Kamera nicht bei jedem Auslöser probiert, selber nochmal zu fokussieren, sondern dass das wirklich so eingestellt bleibt. Jetzt werde ich hier einfach mal gucken, dass ich ein paar schöne Kameraausschnitte bekomme. Hier im Hintergrund ist auch noch ein schönes Riesenrad. Das sieht auch noch sehr, sehr cool aus. Und jetzt können wir hier einfach mal so ein bisschen über den Markt rübergehen und einfach mal gucken, wo man schöne Bouquets herbekommt. Ich habe mich jetzt hier gerade mal vor das Riesenrad begeben, was wir gerade eben schon im Hintergrund gesehen haben.
Und ich denke mal, dass man hier auch einen ganz coolen Effekt erzeugen kann mit einer Langzeitbelichtung. Denn wenn dieses Riesenrad dann läuft und ich dann wirklich eine Langzeitbelichtung mache über mehrere Sekunden, dann ergibt es so einen richtig coolen Wischeffekt. Und den möchte ich jetzt hier mal probieren zu machen. Ich habe meine Kamera jetzt hier mal auf ein Stativ gestellt, damit ich diese Langzeitbelichtung machen kann. Aktuell ist es noch so leer, dass man hier auch ein Stativ aufbauen kann. Und habe jetzt meine Einstellung wie folgt verändert. Ich bin jetzt bei einer Blende 11, habe den ISO-Wert auf 100 gestellt und komme dann auf eine Verschlusszeit von ungefähr 5 Sekunden. Ich habe jetzt hier auch noch ein anderes Objektiv drauf gemacht, ein sehr weitwinkliges Objektiv, damit ich einfach das gesamte Riesenrad drauf bekomme, denn es ist doch sehr, sehr groß. Und wir stehen direkt davor und da muss ich schon mit 14 mm fotografieren, damit ich das hier komplett drauf bekomme. Und jetzt muss ich im Endeffekt nur noch abwarten, bis das Riesenrad wieder anfängt zu laufen und dann werde ich hier einfach mal so eine Aufnahme starten. Ich habe jetzt hier, da ich jetzt keinen Kabelauslöser mit habe, habe ich einfach mal meine Kamera hier auf den Selbstauslöser gestellt und kann dann einfach hier die Kamera auslösen und das Ganze wird dann erst 5 Sekunden später aufgenommen und dadurch wackelt die Kamera dann auch nicht mehr, wenn ich sie anfasse. So, jetzt warten wir hier nur noch mal kurz ab, bis das Riesenrad wieder läuft. Los geht's! Das hier ist jetzt schon auf jeden Fall schon ein richtig cooles Ergebnis. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Effekt, den man immer erzielen kann. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall ein Stativ oder irgendwas, wo man die Kamera sicher ablegen kann. Denn sonst funktioniert das nicht. Aber gefällt mir auf jeden Fall und lass uns weitergehen. Jetzt werde ich einfach noch ein paar Details hier fotografieren. Und was eignet sich da besser als hier die guten alten Lebkuchenherzen mit Ich liebe dich drauf. Das passt doch zu Weihnachten wie nichts anderes. Und jetzt werde ich hier einfach mal wieder mit meinem 50 mm mit offener Blende, mit einer 1,8er Blende fotografieren. Und ich stelle dabei jetzt den Modus mal von manuell auf den A-Modus, beziehungsweise auf den, bei Canon heißt das Ganze AV-Modus. Das heißt, ich kann die Blende vorgeben und die Zeit wird automatisch von der Kamera dann berechnet. Dadurch, dass ich im RAW fotografiere, selbst wenn dann die Kamera mal etwas falsch berechnet, sollte das Ganze noch ganz gut funktionieren. Und ich werde jetzt hier einfach mal gucken, dass ich schön mit Unschärfe und Schärfe arbeite und das Herz also jetzt nicht so frontal fotografiere, sondern eher so ein bisschen seitlich. Und dadurch kriege ich diesen Unschärfebereich dann hier noch mit rein. Ich habe jetzt hier die Kamera übrigens wieder auf automatischen Fokus gestellt, weil jetzt hier das Licht auch ausreicht, damit das Ganze so funktioniert. Und jetzt habe ich hier wirklich einen richtig schönen Schärfeverlauf drin. Das Ich liebe dich ist einigermaßen scharf und dahinter ist es wirklich komplett unscharf. Das ist dann auch ein bisschen zu hell. Mal gucken, ob wir das vielleicht noch ein bisschen ändern. Machen wir das Ganze nochmal. Man muss jetzt natürlich auch mal ein bisschen darauf achten, dass hier diese Herzen natürlich eingepackt sind und dadurch auch so ein paar Reflexionen hervorrufen. Aber so gefällt mir das hier schon sehr, sehr gut. Mal nochmal ein bisschen weiter vom Winkel her ändern. Ja, so gefällt es mir richtig gut. Jetzt ist das Ich liebe dich, dieser Schriftzug wirklich komplett scharf und der Hintergrund ist komplett unscharf. Und das werde ich jetzt hier einfach noch ein bisschen machen. Ich werde mir jetzt vielleicht noch ein paar Tannenzweige und so weiter suchen mit ein paar Lichterketten dran und so weiter, wo man dann richtig schöne Details noch bekommt. Also, lass uns weitergehen. Das war's zum Thema Weihnachtsmarkt fotografieren. Ich hoffe, du hattest eine ganze Menge Spaß dabei, konntest auch vielleicht ein bisschen was lernen. Wenn das so ist, dann kannst du natürlich gerne einen Daumen nach oben geben und du kannst auch, wenn du Fragen hast, unten in der Kommentarbox noch kommentieren. Ansonsten abonniere mein Newsletter, ist kostenlos, gibt immer mal wieder ein paar RAW-Files umsonst und auch ein paar Informationen ansonsten zum Thema Fotografie. Und ansonsten abonniere natürlich auch noch den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.